ihr Lieben. Heute erhaltet ihr das chinesische Horoskop über den Büffel oder auch Ochse genannt. Der Büffel besetzt im chinesischen Tierkreiszeichen die zweite Position. Fleiß, Kraft, Entschlossenheit wie Zuverlässigkeit zeichnen ihn aus. Er ist aufrichtig und hat einen starken Patriotismus für sein Land. Seine ideellen Ambitionen für das Leben seiner Familie und der Arbeit prägen seine charakteristischen Eigenschaften zum Konservativen wider. Mit der Gestaltung seines Hauses lässt er sich nicht von seinem Umfeld beeinflussen. Dafür entwickelt er für sich seinen eigenen genauen Plan. Die negativen Eigenschaften des Büffels sind seine schwachen Kommunikationsfähigkeiten. Er kommuniziert ungeschickt im Umgang mit anderen und tauscht kaum seine Gedanken und Ideen aus, weil er darin keinen Sinn sieht. Der Büffel ist eigensinnig und geht seinen eigenen Weg. Dadurch hat er nur schwache soziale Kontakte. In der Liebe wird es 2018 keine Verbesserung geben, da er sich vermehrt seiner Karriere widmet. Leider kühlt sich dadurch seine Leidenschaft für die Liebe ab. Für die, die sich bereits in einer Beziehung befinden, ist es wahrscheinlich, dass diese in die Brüche gehen kann. Doch bewahre bei Unstimmigkeiten die Ruhe und ignoriere nicht wegen der Arbeit die Beziehung. Zur Karriere. Viele Gelegenheiten bekommt der Büffel, um beruflich weiterzukommen. Die Prognose für seine Karriere im Jahr 2018 ist aufblühend und er kann ein florierendes Jahr erleben. Viele Möglichkeiten garantieren eine erfolgreiche Entwicklung. So erhält er Anerkennung und Zustimmung von seinem Vorgesetzten. Gegebenenfalls sollte er überlegen, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Und für Selbstständige steht ein gutes Geschäftsjahr bevor und es lohnen sich, Investitionen zu tätigen. Die Gesundheit. Gesundheitlich sieht es 2018 nicht so gut aus. Es ist große Vorsicht geboten vor Unfällen, aber auch davor nicht von einem Tier gebissen werden. Ja, vermeide absolute gefährliche Aktionen und achte verstärkt auf die Verkehrsregeln. Ja, das war nun der Büffel oder auch Ochse genannt. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Tiger. Herzlichst. Eure Diria.